Hallo Leute, hier sind wieder Mac 2051. Varuna MC. Und Mavia, hi. Hallo Leute, willkommen, ihr beiden natürlich auch. Ja, die erste Folge mit Mavia. Genau, oh. Ich hatte ihn jetzt schon ein bisschen dabei. Wir kommen hoffentlich wieder etwas synchron nach so ein paar kleinen Problemen. Und ich stelle mal die Sicht um so. Du hast einen Baum auf dem Kopf. Ja, und? Nicht ein Hotdog. Genau. Warte, ich nehme mal die Axt. Achtung, du bist zum Anbeißen. Komm her, beiß dir in den Kopf. Ach so, ich wollte mal fragen, ich fäll gleich deinen Baum. Habt ihr Hunger? Ich hab noch 8 Toastbrot von dir. Und 16 rote Beete-Burger. Ja, die habe ich nämlich endlich mal gemacht. Die sind saugeil. Die haben. Siehst du, der hat seine komische Rüstung noch an. Die haben 10 Hungerbalken. Also die geben 10 Hunger dazu. Das sind saucool. Dann will ich sie aber nicht, wenn sie 10 Hunger dazu geben. Ja, man kann ja nicht alles haben. So, ihr habt schon ein bisschen Botania gemacht. Ja, wir sind ein bisschen weitergekommen, aber leider noch trotzdem stecken geblieben, weil das mit der Automatisierung nicht funktioniert hat hier. Ja, die Automatisierung an sich funktioniert, nur der Bug stört ein bisschen. Ja, der will in die zweite Reihe immer noch Blöcke setzen und wir haben keine Blöcke hinsetzen können, die dann das verhindern. Es funktioniert selbst mit Warded Glass leider nicht, da müssen wir noch ein bisschen rumprobieren. Gucken. Aber das, ja, wir Shadow, wir sehen dich. Gleich hau ich dich, damit du ruhig bist. Ansonsten hatten wir ja besprochen, dass das mit der Thermalily auch schon, naja, nicht buggy ist, sondern einfach nicht mehr so klappt. Wir wollten als nächstes immer noch die Endoflames gucken, aber während ich jetzt wieder so viel im Real Life zu tun hatte, hat Maybe sehr schöne Rüstung hergestellt oder sowas. Und ich hätte auch gern mal ein bisschen super Schnickschnack. Oh, schon eine Rüstung, der hat doch gar keine an. Ja, dann eben. Hau ihn mal mit deinem Schwert. Ja. Meinst du, ohne Rüstung hätte er nur 2,5 Herzen verloren? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich mach eigentlich... nicht jetzt, Shadow. Eigentlich mache ich 15,5. Ja, da will ich mich schon nicht hauen lassen. Komm, obwohl, einmal du darfst. Hast mich auch gehauen. Einmal darfst du. Geht. Wie 3. Viel? 3? Die Aras Rüstung ist besser. Um ein halbes Herz. Geht ja noch. Ich hab dafür 21 Herzen jetzt. Peter! Na gut, ich brauche. Ein Herz habe ich noch, aber das ist mein Tablet, schätze ich mal. Ein Herz habe ich noch, aber das ist ein Geschenk. Einfach herzustellen. Mhm. Haben wir noch irgendwo hier Krams oder. Hier. Mana Perlen, sehr schön. Ich hab Magnet an. Danke. Unauffällig. Ja, man ja, hat's ja, gehört. Was denn? Was war denn? Jetzt aber. So. Ich habe hier die ganzen Inseln mal ein bisschen umgebaut, das werdet ihr wahrscheinlich bei allen sehen. Wir sind jetzt alle im selben Design. Die unterste Reihe ist aus Clean Stone Bricks, Polished Stone Bricks und so weiter. Macht einfach ein viel besseres Bild, wenn man die Inseln im Gesamten sieht. So, das müsste es doch eigentlich sein, oder? Ja. Apple frisst Mana. Du kannst halt den Mana-Pool einstellen auf nimmt Mana auf, gibt Mana ab. Ja, ich seh's. Er ist eingestellt auf Pool zu Tablet. Genau. Reicht. Ich brauche ja eigentlich sogar nur einen kleinen Furz an Mana. Ich bin am überlegen, ob ich meinen Endercrawl nochmal umplatziere. Dann hätte ich gern diese komische Reise-Sash. Mein Gürtel, den ich momentan anhab. Luftrune, Erdrune und Mana-Stahl. Haben wir davon noch was auf Vorrat, oder? Ja. Alter, da sind viel zu viele Ankerpunkte. Luftrune haben wir, die andere Rune habe ich schon wieder vergessen. Erdrune haben wir, sehr schön. Mana-Stahl, ist das noch da? Nein. Ja, in der Holzkiste daneben. Die Holzkiste daneben, na dann. Da sind alle Sachen drin, die man für, verdammt, ich ach, für Runen braucht. Soweit so viel noch. Ich es jetzt benutzt habe. Erde, Luft und 4 Leder. Ich habe natürlich Wasser und Erde mitgenommen. Ah, Wasser und Luft. Meine Güte. Irgendwann habe ich. Nein, Kuhfelle sind noch keine drin, aber. So viele brauche ich hoffentlich nicht. Und dann hätte ich bereits einen Gürtel, der mich etwas schneller laufen lässt. Mhm.
Zwar noch Tier 1, aber immerhin. Halt, ich weiß, den kann ich upgraden mit Elementium und Uyugara Spirit. Den haben wir wohl noch nicht, oder? Nein, da müssen wir noch ein bisschen fortschreiten in Botania. Den hast du auch noch nicht, dann bin ich ja beruhigt. Tipp. Alle Sachen, die ich jetzt momentan von Botania habe, habe ich vorhin heute Vormittag in den 2 Stunden gemacht, in denen wir auf dich gewartet haben, die wir hätten eigentlich aufnehmen wollen. Ja, scheiß Real Life, ich kann auch nichts dafür. Ja. Gib dir gerne mal Real Life ab, dann übernimmst du das für mich und ich spiele in der Zeit. Ich nehme ein paar Folgen auf und beschwere mich dann über dich, dass du keine Zeit hast. So, ich würde das wahrscheinlich sogar gemanagt bekommen. Das war das, dann machen wir Botania. Ich werfe noch ein bisschen Kohle zu. Oder mach die Rüstung von ihm. Mach doch mal deinen Magneten aus. Als ob ich dir das noch nie gesagt hätte. Entschuldigung. Wie kann man denn jetzt noch aus der Welt fallen? Ich weiß es ja nicht. Er hat seine Imba Super Power Rüstung an. Ich habe mein Facebook an. Es hat gerade wieder geklingt. Und die Draconium-Rüstung, die aus Awakened Draconium, die reduziert den Void-Schaden auf 0. Das heißt, damit müsste man eigentlich auch unten auf dem auf Ebene 0 oder 1 rumgehen können, ohne also soweit ist er ich noch nicht. Und die reduziert den Void-Schaden noch nicht. Und dementsprechend. Ist bei mir gerade ein bisschen abgehackt manchmal. Ich höre ihn sehr gut. Solltest nicht so viele Pornos laden. Okay, wir machen jetzt weiter und haben wieder ein bisschen mehr Mana. Automatisiert haben wir es auch noch nicht. Kommt auch noch irgendwann. Hoffentlich zwischen den Folgen. Es dauert immer so lange. Und ich habe den Faden verloren. Liegt auf dem Boden. Da liegt er gut. Was wollten wir denn weitermachen mit Botania? Wie ging es denn weiter? Wir haben jetzt ein bisschen Mana. Genau. Alter, umsichtig. Ah, doch den. Ja? Deine Sash, wie weit bist du? Ja, die habe ich schon fertig. Die ganze Zeit, ich warte auf dich. Dann zieh sie an. Hab ich doch. Achso, oh, man sieht gar nicht. Warte, ich zieh meine Hose aus. Ne, dann sieht man es immer nicht. Jetzt, wenn ich mein Oberteil ausziehe, siehst du es. Außerdem siehst du das. Na gut, nur das Mana-Tablet. Die Hose und die Rüstung verdecken sie beide. Was hat er denn? Wild Cobblestone. Polsterei also meine Hüftgegend von innen aus, aber mit einem Gürtel. Übrigens, hier ist ein kleiner Prank oder so ähnlich für Shadow TS. Ja. Ja, ich wollte mir den auch noch zeigen, wo ist er denn, aber am Weg der SU, Fabrik. Water Glass, das kann nur derjenige abbauen, der es gesetzt hat mit dem Zauberstab. Der wird es sich hoffentlich ein bisschen drüber ärgern. Ja, jetzt wo er seine Rüstung durch Sterben verloren hat und wahrscheinlich nicht einfach eine neu holen kann, hast du den Punkt hier weggemacht? Ja. Weil, ich habe einen Living Rock. Warum nicht? Gut, komm weiter zurück zu Botania, wir kommen wieder ganz vom Thema ab. Dann nimm mal dein Lexika Botanica raus. Hab ich. Und dann guckst du mal bei Alphomancy. Warte mal, wo ist der gestorben? kann man das sehen? Nein, keine Ahnung. Irgendwo. Das Portal in die Elfenwelt. Genau. Ich sehe ihn, da ist er. Terrasil Nugget, das sollte eigentlich ganz einfach sein. Wir haben doch, glaube ich, so viel. Obwohl, hast du die Sachen alle schon drüben? Terrastil, ja, das ist jetzt die Frage, was, wie du vorgehen willst. Methode nach Botania oder die Variante? Ja, ich glaube, wir haben mindestens 3 Terrastil-Kühe. Machen wir die Botania-Variante, sonst lernen die Leute ja nichts. Okay. Wir könnten natürlich die Kuh nehmen und das in die Schmelze und dann einfach wieder ausgießen. Jo. Dann müssen wir die Terrasteel Agglomeration Plate nehmen, bauen. Scheiße. Okay. Wo finde ich die? Am einfachsten im NEI, wo es unter im Lexika steht. Am besten in den Lexikon Index und dann
unter Terra-Stil gehen. Ah, warte mal, warte. Wo ist denn hier dieses Botania NEI? Oh, das ist so gemein, wenn ich das mache. Wo finde ich das denn? Das Lexikon hat einen Index. Das ist der ganz links unten, das Buch. Und da kannst du auch eingeben. Terrestrial. Ja. Auf der zweiten Seite ist die Terrestrial Agglomeration Plate. Okay, Moment. Ich glaube jetzt, ey, der dreht gerade komplett am Rad. Ich glaube, Shadow TS dreht gerade komplett am Rad. Was hast du gemacht? Ich warde ihn jetzt ein. Oh. Sehr schön. Sorry. Ich finde diese Plate aber nicht auf dem Lexikon. Nee, du musst Terra-Stil eingehen. Das ist ein Unterpunkt unter Terra-Stil. Ah, okay, hab ich. Holla, da brauchen wir echt alle möglichen Runen. Und Mana-Stil. Ja, Mana-Stil ist das geringste Problem. Obwohl, das war einfach nur Stahl reingeschmissen, oder? Eisen in Mana. Ja. Meint ich. Wo ist er denn? Warum kann ich keine Blöcke mehr setzen? Will ich jetzt auch sehen. Was ey, tut ihr? Schon vorbei. Weil er hat das Grab gewartet, oder was? Ja, er hat halt den Erdblock unten drunter weggemacht. Oh, verkackt. Jetzt einfach noch unten drunter ein Glas setzen sollen. Ich konnte da kein Glas mehr setzen, das war voll doof. Achso, weil wir wahrscheinlich ganz unten sind. Okay, Quatsch beiseite. Das ist einfach ein Eisen da rein, hast du gesagt. Ja. So, jetzt habe ich seine Sachen, die gebe ich ihm natürlich gleich wieder zurück. Aber ich wollte natürlich. Ein bisschen du ärgerst Shadow, wir machen dann doch ein bisschen sinnvoll weiter. Uff, ich habe ein bisschen Mana-Stil. Oh, ich brauche einen Block Mana-Stil. Okay, egal, wir brauchen alle möglichen Runen, die es gibt. Und haben zwei, Feuer und Wasser. Das heißt, wir müssen erstmal ein paar Runen herstellen, würde ich sagen. Feuer und Wasser haben wir. Fangen wir mit Erde an. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Mana, Stahl, Pilz, Pulver. Holst du die Sachen gerade? Moment, ich fütter gerade nochmal unsere Blumen, weil die Herstellung von Terra-Stil ist schweinisch teuer, was Mana angeht. Echt? Oh. Die frisst nämlich einen halben Mana-Pool pro Bahn. What? Deswegen würde ich mal sagen, es ist legitim, wenn wir zeigen, wie es geht. Und dann auf die Kühe umsteigen. Ja. Dann vielleicht stellen wir einfach einen her und das war's. Ja, ganz genau. Also was hättest du gerne? Ja, Buch, komm. Wieder Erdrunen, also Pilz, Kohleblock, Mana-Stahl, Mana-Pulver und Stein 1. Jupp. Ah, was ich übrigens auch festgestellt hatte, als ich mir meine Rüstung gecraftet habe, was ich gesagt hatte in der, ich glaube, in der verloren gegangenen Aufnahme, die Runen, die man zum Runencraften braucht, also die Tier 2 Runen, die werden nicht verbraucht. Ja. Also die Herbst-, Frühling-, Sommer-, Winter-Runen, die werden hergestellt aus jeweils zwei der Tier 1 Runen und die bekommt man wieder aus dem Altar. Cool. Aber ansonsten werden die Runen verbraucht, wenn man sie beim Crafting benutzt. Ja, wie gesagt, die Folge ist eigentlich nicht verloren, nur das mit dem Video hat nicht geklappt. Also die Tonspur existiert noch, nur die Videospur ist so defekt. Ich glaube, man kann anfangen, sich dieses Video anzuschauen, du darfst aber niemals auf die Idee kommen zu spulen. Ah, sowas ist immer... Und irgendwann denkst du so, Moment, was hat er gesagt? Klick, ach nein, abgestürzt. Oh, nee, kein Stein drauf. Da hinten sind jetzt inzwischen welche. Ja. Ja, dann. Ja, ach so, haha.
Oh, da habe ich noch zwei Steine. Beim Staff of Traveling kannst du so lange draufklicken, wie du willst. Ja. Logisch. Gut, dann brauchen wir die Mana-Rune, die ist mir neu. Ui, ja. Mana-Perle und 5 Mana-Stahl. Das ist mal ganz einfach. Perle müsste ich noch herstellen, Moment. Ende. Und waren da hinten nicht noch welche? Da sind doch noch 6. Ah, stimmt. Alles in der Kiste. Ja, ich habe die Mana-Perle bis jetzt noch nicht gecraftet, dementsprechend. Hatten die noch keinen Grund, in die Kiste zu wandern? Ja, dann. Von mir sind sie aber auch nicht. Dauert immer so ein bisschen. Wir sollten vielleicht mal den Spreader upgraden. Ey, da kommen wir noch hin. Echt? Aha, oje. Das dauert doch ein bisschen. Okay. Hätte ja sein können. Kommt dann zuerst der Elven-Mana-Spreader. Und dann danach, ganz am Ende, ganz zum Schluss, der Gaia-Mana-Spreader. Macht der Elven nicht schon besser oder mehr, schneller und... Der Elven-Mana-Spreader ist Tier 2 und der Gaia-Mana-Spreader ist Tier 3. Ja, mir reicht ja schon mal erstmal Tier 2. Ich habe nur gesagt, besser. Es muss ja nicht gleich High-End sein. Ja, darauf arbeiten wir. Das hat noch eine Folge Zeit. Das kriegen wir, sobald wir das Portal nach Alfheim haben. Wohin gibt's noch ein Portal? Tier. Ja, du darfst dann mal gucken, wie du durchkommst. Wir schubsen ihn einfach. Ich schubse jetzt erstmal. So, das war die Mana-Rune. Und wir brauchen eine Luftrune. Aha, ein Teppich, Mana-Stahl, Mana-Pulver, Faden. Moment. Teppich, Mana-Stahl. Faden, Feder. Und Feder. Feder. Ja, hier waren noch Federn drin. Wo sind die Federn? Hat Shadow bestimmt wieder irgendwo hingeschafft. Och nö. Muss ich wieder Federn suchen. Keine im Keller? Ne, hier. Von unseren Vorräten, die seit 3 Millionen Jahren abgebaut werden sollten und es nicht wurden. Ja, ich bin schon immer die ganze Zeit dabei, immer so stückweise hier die Kisten ein bisschen zu sortieren, weil da ist ja immer echt jeder Schammers drin. Ich dachte, Shadow hätte sie sortiert. Ach. Könnte sein, dass ein gewisser McFist sie wieder ein bisschen durcheinander gemacht hat. Das sowieso. So, oder eins fehlt noch, was war das? Feder, Teppich, Mana-Stahl habe ich schon und das letzte Fass habe ich vergessen. Pulver. Feder, Teppich, okay. String natürlich. Haben wir noch irgendwo Strings? In der Kiste. Hier wäre eine Feder gewesen. Ach, das nicht. Sehr schön, dann haben wir all diese ganzen gammeligen Runen. Meiner Stahl haben wir Lapis Lazuli Block, den sollten wir ja wohl noch hinbekommen. 3 Stück, ja, das ist, glaube ich, das geringste Problem. Und ich habe wieder meinen Reisestab abgelegt, aber nein, ich gucke mal nach dem Wireless-Ding, was du angelegt hast. Oh, es geht, ich muss da wirklich nicht hin, praktisch. Tja, dafür habe ich es ja gemacht. Das einzige Problem ist, ich kann über Wireless nichts bauen. Die meisten Sachen sind mittlerweile eher als Rezept vorhanden. Was nicht vorhanden ist, das kannst du ja problemlos als Rezept dann einstellen. Wie oft brauche ich einen Lapis-Lazuli-Block? Öfter als du denkst. Er ist nicht drin, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich muss übrigens das Rezept mal noch irgendwann umstellen für die Prozessoren, weil es nervt mich, dass wir irgendwie 3 Millionen Certus-Quarz-Cutting-Knives da drin haben und jedes Mal werden es mehr. Weil der verbraucht nicht die alten, sondern stellt sich immer neue her. Das sollte eigentlich nicht sein. Das sollte eigentlich immer die meisten wieder verbrauchen. War früher so, hier werden es immer nur mehr. Ja, habe ich auch schon gesehen. Da hast du erstmal 3 Seiten Cutting Knives. Genau. Wir müssen einfach mal das Rezept so einstellen, dass er, keine Ahnung, ich glaube, du schaffst mit einem Messer 53 Prozessoren oder sowas, dann machen wir einfach die Dinger im 53er Pack. Wir haben es ja. Und dann ist das Ding immer direkt weg und scheiß drauf. Dann nehmen wir die alten raus, kloppen sie in die Tonne und das war's. Hey, geh doch weg. Ja, ui, geil. Jetzt ist das Problem. Dem Buch. Was habe ich den Toast in der Hand? Ich wollte das Buch. Immer noch überlegen muss, was da hin muss. Das ist ja dämlich. Gerade habe ich Lazuli-Blöcke, der Block. Warum ich nicht mitgenommen habe. Müssen die in der richtigen Reihenfolge sitzen oder müssen es nur die Runen sein? Das Mini-Zombie ist ja böse. Das versteckt sich hinter einem ein Block hohen Cobblestone
Stone, ne, Cobblestone. Und dann kommt es wieder vor, wenn ich mich umgedreht habe. Hinterlistiges Ding. Praktisch. Hinterhältig. So, ich habe ein Terra Steel Agglomeration Blade. Und was mache ich mit dem Ding? Auf den Boden pappen? Obwohl, da war irgendwas in der Zeichnung. Ja. Dafür brauchen wir... Mehr Lapis Lazuli, oder? Ja. So, das brauchen wir mal jetzt. Zombies hier, die nerven ein bisschen. Mehr Lapislazuli-Blöcke. Gut, dass ich Lapislazuli weggeräumt habe. Ah, sehr schön. Muss in der Mitte auch einer drunter? Das sind jetzt schon wieder. Ja. Das ist fortlaufendes. Nicht in der Mitte. Das ist ein fortlaufendes Muster. Das heißt, da kommt ein Living Rock rein. Ach so. Ich würde es vielleicht in den Boden setzen. Das. Er braucht schon Boden, Mami kaputt. Und ich habe immer noch keine verkackte Schaufel. Er leckt das hier so arg. Nein, nicht da hinten. Wir müssen noch Mana hinschicken. Das ist weit weg. Und du hast schon wieder verkackt. Bitte. In-Game-Namen. Und zu. Schnell. Ich hab wieder das Muster verkackt. Aber egal, Living Rocks gibt's hoffentlich noch da hinten. Yep. Schneiden bei Minute 21. Exakt. Piep! Überlegen. Ja. Wie der Eifer ist gedacht, kann es ja mal passieren. Wir sind alle hier drauf gedacht, dass wir unser Real Life vom Gameplay trennen. Und deshalb. Müssen wir dann immer ein bisschen umbauen. Was ist denn hier los, verdammt? Wenn man sich dann noch persönlich kennt und den Namen vom anderen und dann so wenig Erfahrung hat wie Baby, dann kommt das halt mal vor. Was ist denn hier los? Ich habe irgendwie das Ding gerade gehabt und es verblättert. Bookmarks. Ja, habe ich keine. History. Du kannst aber. Terra Steel. Die Zombies, die killen mich die ganze Zeit. Dafür sind sie da, die machen ihren Job so. Gut. Und dann muss ich jetzt einfach Mana-Stil, Mana-Perle und Mana-Diamant draufhauen. Und das gibt dann ein Terra-Stil. Ja, aber dafür haben wir noch nicht genug Mana. Wir haben noch nicht genug Mana. Ach, nein, wir brauchen einen halben Pool voll. Scheiße. Also gut, während du das noch weiter versuchst, versuche ich mal die Cheat-Methode. Wo haben wir denn unsere Eimerchen? Klick. Ich habe ein paar Eimer. Immer auf Vorrat dabei. Wir haben ja hier. Nein, ich will keinen Aluminium-Eimer. Wir haben ja mehr. Oh, ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir mehr Aluminium als Eisen? Das stimmt nicht. So. Das wieder weg. Und Terra Stahl. Ich sagte doch, ich habe Eimer. Nein, ich bin die Kuh wieder zurückfüllen oder warum werden wieder Eimer? Irgendwie habe ich meine Eimer verbuggt, es sind mehr. Komisch. Ich habe dreimal Terra Stahl als Eimer und einmal flüssigen Emerald. Das war's nicht. Hast du diese drei Kühe hier gerade gemolken? Ja. Ah, weil bei mir ist nämlich wieder eine Ruhephase. Das heißt, jeder kann die für sich melken und die Ruhephasen sind individuell. Das ist echt? Du hast sie jetzt melken können? Ja, ich habe sie vorher vor dir gemolken, als du noch deine Eimer hergestellt hast. Dann habe ich sie schon gemolken. Praktisch. Verdammt, das sind nur zwei Terra-Stahlkühe, oder? Das sind drei. Warum habe ich dann zwei Diamanteimer bei nur einer Diamantkuh und drei Terra-Stahlkühen? Was für Diamant? Hier ist eine flüssige Diamantkuh, die hat für mich die gleiche. Ach, Emerald! Ach, ich hab Diamant gesagt, gell? Ja, dreimal. Flüssiger Diamant. Ja, ich kann mir nicht mehr sagen, ich weiß Emerald Diamant auf Deutsch heißt. Ich vergesse es immer wieder. Smaragd. Genau. No. Es reicht auch, wenn du auf Englisch das Richtige sagst. Emerald. Ja, ich habe jedenfalls zwei Emerald-Eimer und zwei Terra-Steel-Eimer. Und das bei drei Terra-Steel-Kühen. Interessant. Aber naja.
wir haben jetzt unser Terrassier, da können wir das hier direkt abfüllen gehen. Und genau. Ich habe die Abfüllung auch mal ein bisschen verbessert. Ja, oh, das ist toll. Das hat ziemlich funktioniert, war aber ein bisschen knuddelig. Moment, eventuell habe ich auch noch... Oh ja, sehr schön. Lass mich noch kurz Speed-Upgrades craften. Ach, das hätte ich. Nein! Wird auch gut. Oh, das war knapp am Endercrawl vorbei. Meine Eimer sind gerade alle verschwunden. Ja, dann waren die verbuggt. Hallo. Dann sind sie eventuell doch nicht persönlich. Hat das für dich nur so ausgesehen? Hey, manchmal check ich nicht, was hier abgeht. Wer klingelt nieder hier? Ist Shadow da? Wahrscheinlich. Ne, Shadow ist hinten bei... Ja, aber das soll man irgendwie weit hören. Irgendwas da die ganze Zeit Dong-Dong. Da hat wahrscheinlich seine Rüstung gerade Schaden genommen. Wie kann der denn dauernd runterfallen mit seiner Super-Power-Rüstung? So, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Wir haben es jetzt da drin. Okay. Emerald. Ja, du hast die Emeralds eingefüllt. Du gehst es jetzt einfach raus, schätze ich mal. Ja. Terra-Steel nach unten. Und dann... Ab damit. Ah, arbeitet schon. Endercrawl gerade nochmal eingeschmissen. So, das war's. Wir haben nur noch. Wenn ich jetzt 1,5625 Emeralds oder ich weiß es nicht. Dann, ja. 120. Ja, lass drin. Können wir ja nachher nochmal ernten. Ja, aber wir müssen die Folge jetzt beenden. Wir sind bei 26 Minuten. Sonst wird's viel zu lang. Ja. Ja, da hat Maruda recht. Also wenn wir jetzt nicht noch irgendwas von 3 Minuten haben, wäre es das. So, mein Inventory steht. Ich gehe einfach die Kühe nochmal direkt ernten und mache uns noch 3 weitere Eimer da hinten ins Ding. Auch wenn das wieder geht, dann mache ich gerade mit. Ja, weißt du, das ist doch nicht individuell. Ah, 0 Ticks, ja. Geht meine wieder. Verarbeitung läuft hier auch weiter. Hier wird schon Kupfer produziert. Schon wieder fertig. Na, ich bekomme angezeigt, dass die Kühe momentan gemolken wurden. Gut, das war's. Wir machen uns noch ein bisschen gecheateten Terrastahl. Wie ist das mit dem anderen? Haben wir einen richtigen überhaupt rausbekommen? Wir haben immer noch nicht genug Mana. Okay, dann stellen wir uns noch genug Mana und einen echten Stahlbarren her und irgendwie backt gerade das Ding. Wir sind von 20% auf 30% Mana hoch. Okay. Yikes. Dementsprechend ist eine gute Mana-Produktion halt immer immens wertvoll. Boah. Dann sollten wir da mal für die nächste Folge auch danach schauen, dass wir das automatisiert kriegen. Ein Kohleblock droppen sollte hoffentlich leichter gehen. Bei mir gab es heute wenig zu sehen, ich habe nicht zugehört, ich habe ein bisschen mein Inventory umgestellt. Zugehört und sich ins Fäustchen gelacht. Genau, ein bisschen Shadow verarscht. Der ist vielleicht in einer der nächsten Folgen wieder dabei. Dann kann er seine Eindrücke beschreiben. Sterbe! Ich falle! Ja. Okay, vielen Dank, Mavia, dass du dabei bist. Warst. Gerne. Wird jetzt wahrscheinlich auch öfters der Fall sein. Wenn möglich. Würde mich freuen. Wir haben noch viel Botania zu erledigen. Eben. Ja, und andere Sachen auch. Und ja, ich sag dir ja nur einfach Botania. So, dann danke nochmal. Bis zu den nächsten Malen. Tschüss, Leute. Ciao, Minecraft. Bye. Hey, das war mein Part. Ciao. Sorry, ich habe vom falschen Chart abgelesen. Ciao. Ciao.